Yo Leute, was geht ab? Es ist 2 Uhr in der Nacht und das gute Testen der brandneuen Spiele, Alter, was im Moment alles kommt, ist krass. Es geht weiter mit Sonys Attacke auf den PC. Ein weiteres Sony-Spiel oder ein PlayStation-Spiel kommt auf dem PC raus oder ist auf dem PC heute rausgekommen. Sackboy, A Big Adventure. Ich muss sagen, nach Uncharted und auch Spider-Man und so, die jetzt auf den PC gekommen sind, ist das jetzt eines der ersten Spiele oder fast das erste Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Also Spider-Man Uncharted habe ich natürlich schon auf PlayStation gespielt. Das Spiel habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Hat nur Top-Bewertungen. Und ja, let's go. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Lass mich dir von einem besonderen Deutsche Sprachausgabe, immer wichtig. Man nennt ihn die Fantasiesphäre. Und sie besteht aus allen kreativen Gedanken und Ideen, die je von jemandem erdacht wurden. Ja, stimmt, sogar aus deinem. Und sie alle zusammen bilden einen Planeten, bekannt als die kunstvolle Welt. Ach, es ist so ein friedlicher und schöner Ort. Kann das passieren, dass eine Filmsequenz ruckelt? Na egal. Unsere Geschichte beginnt im Dorf namens Werkstatt, der Heimat der Sack-Figuren, die freundlichsten und kühnsten Wesen dieses Planeten. Unter ihnen ist auch einer namens Sackboy. Und ihn erwartet ein wirklich seltsamer Tag. Ah, diese Grafik ist schwierig. Wie sehr mag ich ein herzliches Willkommen. Dieser Ausdruck so des blanken Entsetzens. Oh, das macht mich ganz kribbelig. Sagt bloß, ihr erkennt euren alten Kumpel Vex nicht mehr. Ihr wisst schon. Bote der Albträume, Meister des Aufruhrs, Stimmungskanone. Ich habe ein aufregendes Angebot für euch. Nein, ehrlich, es wird euch gefallen. Ich nenne es den Auf-den-Kopf-Steller. Er bringt jede Menge Spaß, Aufregung, Schrecken, also nur das Allerbeste. Die Pläne sind schon fertig. Mir fehlen nur ein paar Materialien und fröhliche Freiwillige, die ihn aufbauen. Also, was sagt ihr? Wollt ihr Geschichte schreiben? Klar, wollt gemacht. Ihr. Du, das gefällt mir. Oha, er sorgt allein. Nein, was bist du aber putzig? Deshalb bist du zum Schluss dran. Lauf, Sackboy! Aufruhr ist nahe. Nichts hält ihn auf. Die kunstvolle Welt ist mein. Wir haben seinen Plan geklaut. Okay. Cooler Anfang. Ein Stück zu bezahlen ist leicht, bla bla bla. Okay. Let's go. Ja, erstmal muss ich dich setzen hier. Sequenz genossen. Ach, geht immer noch weiter. Kann man das hier abbrechen? Na komm, wir landen doch immer, oder? So. Ja, es ist ein Action-Adventure, Jump-Run, wie auch immer. Was können wir denn alles? Springen. So ein bisschen in der Luft halten kurz. Wir können schlagen. Wir können springen. Oder ausweichen. Hier können wir irgendwie die Kamera. Dann starten wir mal unser Abenteuer hier mit Sackboy. Ich habe übrigens alles auf volle Pulle. Hier. Race Tray.
Raytracing. Alles auf Max, Max, Max. Hier Raytracing. Max, 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 Max. Ah, oben links kommt diese um eine FPS-Anzeige. Boah, ich würde mal sagen, für so ein Spiel mit diesem Monster-PC so wenig FPS ist eigentlich ein Witz. Aber gut. Okay. Ah, wir können die alle kaputt machen. Alter, guck dir mal die FPS an, wie die echt auf 60. Mit so einer Piss-Grafik. Und das nicht mal auf 4K. Aber Top-Spiele kann ich auf 4K spielen. Das ist, eigentlich ist das krank. Eigentlich ist das ein Witz. Das ist ein Witz hier. Das ist auf Full HD nur. Ich spiele nicht auf dem Fernseher. Das ist eigentlich ein Witz. Mach mal mit DLSS an. Natürlich auf Qualität. Schauen wir mal, was das bringt. Ja, schon besser. Ja, DLSS ist das Zauberwort heutzutage, aber trotzdem eigentlich... Was ist das denn? Schon besser natürlich. Neues Kostüm. Kann man irgendwie auch schnell laufen? Boah, ist das noch... Bisschen zu laut für ein Audio. Scheiße. Ich hätte nicht beide gleichzeitig machen dürfen. Haben wir ein paar verpasst. Ja, das Spiel kenne ich wirklich noch gar nicht. Lass es mich noch ein. Ich weiß nicht, wie bei euch rüberkommt. Bei dem Headset ist es mega laut. Nochmal zwei zurück. FPS-Anzeige mache ich dann beim nächsten Video aus. Also man muss DLSS anmachen, wenn man auf voller Lupe spielen will. Eigentlich ein Witz bei so einem Game. Aber gut. Wollen wir mal nicht meckern. Die Grafik ist ja ganz schick. Cool. Die Dinger muss man raushauen. Ah, hier hätte ich auch gekonnt. Ich kann nicht gesehen. Ja, ich kann, wie gesagt, leider jetzt nicht viel reden. Es ist halt mitten in der Nacht. Ich kann jetzt hier nicht... Ja, angeregt sprechen hier. Meine zwei Frauen schlafen auch schon. Meine acht Kinder auch. Ups. Ich hätte irgendwie gerne einen Knopf zum Turbo laufen. Gibt's aber nicht. Okay, also bisher sammeln wir noch so ein paar Dinge ein. Okay. Was? Ich soll hier rein? Ich? Ich? Bist du sicher? Hundertprozentig. Gehen wir jetzt weiter? Na komm, wir vertrauen dir. Oh, scheiße. Werden wir doch mal erst weitergehen, verdammt die Inzucht. So, Monster kann man so töten. Und so, okay. Er ist traurig. Wir will hier eine Nuss. Ah, wir können Sachen nehmen. Ja, hier. Ah! No! Scheiße. Verkackt. Aber er freut sich irgendwie trotzdem auf einmal. Ich will mal so eine Nuss. Ja, wer wirft sie so schwer? Haha!
sehr gut. Glocken. Ja, jetzt fehlt mir über die eine Nuss hier, die ich leider weggeworfen habe. Hier kommt auch noch eine rein. Okay, die habe ich. Das machen wir auch noch kaputt. Immer schön Hölzer einsammeln. Das ist so ein schönes, entspanntes Spiel. So wie Astro Boy. Das war auch cool auf der PS5, Astro Boy. Alter, wer das noch nicht kennt, gibt's auch ein Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt, wo es mir gerade einfällt, Astro Boy, Sackboy, ist wahrscheinlich dann dieser Nachfolger. Halt zum Spiel, ne? Für zwischendurch mal gechillt auf der Couch. Fernseher an und rein damit. Achso, warte mal. Kann ich den ziehen? Ah! Hab ich mir doch gedacht. Ah! Man kann rollen. Hä, wie hab ich denn das jetzt gemacht? Ach, immer drücken. Okay. Hä? Kann man daran klettern? Achso, man kann sich festhalten. ist schon cool gemacht. Achso, man kann sich ja hier auch festhalten. Aber ich kann jetzt nicht nach rechts, sondern nach links. So, die Nuss. Hier unten war doch ein Eimer. Wie heißt das, Mann? Topf. Gib her die Glocken. Sehr schön. Kommst du mir so vor, wie die Musik mal lauter. Oh. Schnell, schnell. Perfekt. Und weiter geht's. Was passiert jetzt? Du weißt, was das ist, nicht wahr? Das ist eine Träumerkugel, angefüllt mit reiner kreativer Energie direkt aus der Fantasiesphäre. Aber du brauchst noch mehr davon, wenn du nach da oben möchtest. Du bist hier, um Vex zu stoppen, oder? Ja. Aber zuerst musst du alles über die dunkle, böse Energie der Albträume wissen. Sie heißt der Aufruhr. Vex plant, die gesamte kunstvolle Welt damit zu erfüllen. Im Moment nutzt er sie, um den Weg auf den Berggipfel zu blockieren, damit ihn niemand stoppen kann. Glücklicherweise gibt es ein Gegenmittel gegen dieses üble Zeug. Du hältst es in der Hand. Die reine Energie des Staunens und der Kreativität darin wird Vex Barrieren auflösen, wo immer du auf sie triffst. Sehr gut. Also, such nach diesen Kugeln. Sie sind der Schlüssel zu deiner Reise. Der Schlüssel zu deinem Schicksal. Der Schlüssel zu... Ja, ich glaube, du hast schon verstanden. Bei unserem nächsten Treffen werde ich kosmische Geheimnisse enthüllen. Vielleicht cool. Verrate ich was über mich? Wie meinen Namen. Ich heiße übrigens Scarlet. Und noch wichtiger, die Wahrheit über deine Existenz. Okay.
Jo, wir haben das Spiel durchgespielt, beenden. Level abgeschlossen. Sehr gut. Ja, erster Eindruck. Das ist ein gutes Game. Oh, was ist das alles so laut? Schellen. Oh, Alter. Digga. Toll. Ah, ich kann den Pokal hochhalten. Wann kam das raus? Ich weiß es nicht. Dass das auch so den Controller die ganzen Einstellungen zeigen sollte. Weil Astro Boy war ja auch... Ist das eigentlich Astro Boy? Ja, ne? Ja, sollte den Controller demonstrieren. War ein mega geiles Spiel auf der PS5. Erneut spielen? Nein. Weiter. So, jetzt sind wir hier auf der Weltkarte. Und können jetzt hier ein zweites Level, oder was? Wir können das mit einer Kugel freischalten. Ich glaube, das Spiel geht bis zu 4 Leute im Koop. So viel mal dazu, wer Bock hat. Zomsums. Hallo, ich bin Somsom. Du möchtest was Neues zum Anziehen und tolle neue Outfits, hä? Oh la la, dann bist du hier genau richtig. Gib ein paar Sammelschellen aus und kaufe umwerfende Mode. Dann kannst du unglaubliche Looks in deiner Garderobe erstellen, wo du all deine grandiosen Klamotten findest. Mua. Oh, naja, immer und dieses hier, ich schenke dir ein paar Sammelschellen, egal in welchem Game. Nur für dich, zum Ausgeben, hier bei Somsom. Somsom. Angebot durchsuchen, Garderobe. Na, was hat er denn im Angebot, der Junge? Ach du Scheiße. Nein. Och nee, so ein Müll. Wie teuer? 1000? Also ich laufe doch nicht als Rotkäppchen hier rum. Doch, wir laufen als Rotkäppchen rum. Oh, aber ja! Achso, warte mal, hier kann man noch... Achso, hier kann man noch einzelne Sachen. Katzenaugen. Ach du Scheiße. What the fuck? Oh, hier. Ach so. Weißt du, wenn du ein Outfit kaufst, wollen es plötzlich alle haben. Ach so, wir haben gar du keine kleine mehr. Stilikone, du. Wir sind jetzt Rotkäppchen. Ach, die habe ich alle schon? Wieso habe ich die alle schon? Woher? Was ist das denn? Ja, der passt zu Kinkovic. Was sind das für abgefahrene Dinge? LOL. What the fuck? Ah, nee. Weihnachtsbaum. Es ist okay, Oha. Sich alles in aller Ruhe anzuschauen, solange man dann auch Sammelschellen ausgibt. LOL, Ratchet und, Rivet. Ratchet und Clank. Hier ist Clank. Wir nehmen. Wir nehmen den König. Ach, ach so. Hier Dingsparade, ne? ja, warum nicht? Scheiß doch drauf, wir nehmen. Es gibt mir Klicks oder Hate. Egal. Ich hab den nur genommen wegen der Krone. Und wegen dem dahinter. Ich stehe dazu. Sagen, das Level machen wir noch. Es ist mir alles noch zu laut, wie als ob es lauter wurde. Habt ihr auch das Gefühl? Guck mal, wie laut das wieder im Game dann ist. Komisch. Naja,
ein Schild in den Schlüssel. Achso, ein Kostüm. Gib mir die Schellen. Aber wofür sind diese... Was ist das hier überhaupt? Die Musik wird immer wieder lauter, ne? So. Oh, ein Geheimversteck. Oh. Sehr schön. Ach, gibt's immer 6 Stück in jedem Level? 6 versteckte Dinger? Natürlich kommen wir bei dir rein. Aua! Ich hab mich doch tatsächlich gehittet, der Junge. Hallo. Laune mach Spiel. Ist jetzt auch bisher noch nicht so wirklich schwer oder so. Zack, 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 zack. Mal 2. Ja, das nehmen wir gleich. Lass mich hier lang. Springen wir rüber. Oh. Sind diese alle runtergefallen? Wieso habe ich die nicht aufgesammelt? Oh, und wieder. Als ob wir schon das erste Versteckte verpasst haben, tatsächlich. Boah, ich dachte, ich falle runter. Nein, es läuft ab. Ach, das ist immer ein Checkpoint, glaube ich. Und rechts gucken. Ah ja, hier sind immer versteckte Areale überall. Ah, guck mal, was ist das denn? Zusatz. Hä? 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 Was muss ich machen? Treffen oder was? Wenn sich haben wie die Minions. Ah, ich hab's geschafft. Na gut, schwer war das jetzt nicht. Yeah! Ist schon cool gemacht. So, auf der anderen Seite ist auch noch was. Ja. Okay, aber nur ein neues Kostüm. Was ist das hier? 5 Dinger muss ich besiegen? Dann geht's auf. Ah. Einen noch, jawohl. Oh, shit. Achso. Müssen wir mal. Aua. Thank you.
erstmal alles einsammeln. Ah, ein bisschen. Also ein bisschen schneller dürfte er schon laufen. Das wäre. Oh, scheiße. Das wäre schon sehr. Ach, Digga, ich bin überhaupt. Hä? Oh, jetzt bin ich zum ersten Mal gestorben. Wie viel. Wo sind denn meine Leben? Also rechts oben habe ich jetzt noch 4 Leben. Oder 3. Aber. Wie oft habe ich den gesehen, wenn wir sich einmal jetzt. Ist es da rechts dieser Rahmen um die 3? Es tut mir leid, aber es ist doch alles nicht wahr hier. Kommen Sie mir runter? Nein. Ach, Digga. Holt er erst mal hier hin. Dinger. Und hier wird dann so eine Schraube. Oh. Dann helf ich mal hoch, Digi. Ich habe nur den ersten verpasst. Da habe ich noch nicht aufgepasst. Checkpoint. Manische Teufel, Alter, auf dich zu drehen. So. So, Leute, ich würde sagen, das war erstmal die Einführung oder den ersten zwei Level von Sackboy A Big Adventure. Jetzt auf dem PC. Kann ich nur empfehlen. Cooles Spiel zum ersten Eindruck. Für Kids sowieso und ich glaube auch für uns. Mal ein bisschen relaxen und zocken, ne? Haut rein. Hallo, halt.